Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück in unserem Mountainpark. Und ihr seht hier jetzt gerade schon unseren neuen Nachwuchs in unserem Mountainpark, der hier gerade schön frisst. Vier tolle, bunte Paras. Gefallen mir richtig, richtig gut. Haben noch keine Namen, aber werden sie am Ende der Folge auf jeden Fall noch kriegen. Ihr habt nämlich wieder mega viele Kommentare geschrieben. Habe ich mich richtig drüber gefreut. Aber heute möchte ich erstmal dieses Gehege, was wir beim letzten Mal gebaut haben, nochmal ein wenig überarbeiten, weil ich bin nicht so ganz zufrieden mit dieser Rundung hier hinten. Also das gefällt mir doch nicht so zu 100%. Das sieht jetzt nicht so nice aus. Deswegen werden wir das auf jeden Fall in dieser Folge mal bearbeiten. Dann hier hinten den Bereich müssen wir noch fertig machen. Und ansonsten können wir natürlich hier schon wieder den nächsten Bereich anfangen. Heute schaffen wir hoffentlich ein wenig mehr als in der letzten Folge. Wobei, so wenig war es gar nicht in der letzten Folge, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt direkt an die Arbeit. Das erste Problem, was wir haben, wenn ich diesen Zaun hier bearbeiten möchte, müsste ich den eigentlich entfernen. Und ich habe echt Angst, dass die Paras mir dann hier ausbüchsen. Das wäre halt übelst uncool. Ich habe gerade auch nicht so eine Idee, wie ich das regle am besten. Ich könnte sie betäuben, aber dann müssten wir einigermaßen schnell das handhaben. Ach, was mache ich denn? Nahrung, Wasser ist gerade relativ hoch. Ich glaube, ich betäube die jetzt eben alle. Und der letzte. Nicht schreien. Alles wird gut. Oh. Bleib stehen. Genau. Und dann kannst du dich zu deinem Kollegen legen. Sehr schön. Das hat geklappt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil, die werden sonst halt verhungern und sowas. Deswegen müssen wir uns jetzt hier beeilen mit dem Zaun, dass wir den jetzt schnell überarbeiten. Das Tor auch weg. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den Wald hier erstmal wieder so ein bisschen eindämmen. Der ist hier ganz schön krass zurückgekommen. So. Und ich würde fast sagen, dass wir einfach hier... können wir hier eine Gerade einfach ziehen? Ich glaube, so eine normale Gerade würde mir fast besser gefallen. Und wir könnten sogar diesen Zaun hier, glaube ich, nehmen. Einfach nur, damit wir ein bisschen Abwechslung haben. Ganz leicht geschwungen wäre eigentlich ganz cool. Das auch nach außen schwingen, ne? Ich glaube, sogar nach außen schwingen ist sogar ein bisschen besser. Was ist denn, wenn ich das so mache? Sieht das besser aus? Also, dass ich da hinten so eine Mauer habe, gefällt mir, glaube ich. Aber der Einrastpunkt hier zum Beispiel ist auch noch nicht ideal. Da müssen wir auch nochmal rüber. Machen wir mal eben so das Stück. Und da laufen die Leute schon Panik. Ey, nicht in das Gehege laufen, seid ihr verrückt? Ah, die haben Panik, weil da die Dinos frei sind. Aber es passiert ja nichts, sind ja betäubt. Das im grünen Bereich. So kann ich den jetzt hier nicht bauen. Zu nah an einem Dinosaurier. Nein, ernsthaft. Okay, diesen Zaun kann ich hier jetzt halt nicht widersetzen. Das ist ja... Nein, das ist ja doof. Der Dino hier ist im Weg. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Dann müssen wir den Zaun gleich machen, wenn wir ihn aufwecken in der Zeit. Muss dann schnell gehen. Ich würde sagen, den Eingang... Den platzieren wir dann einfach hier an den Rand irgendwo. Wisst ihr jetzt nicht, wo sonst hin? So macht es vermutlich am meisten Sinn. Dann kann man hier schnell reinfahren. Hier müssen wir auch noch einen Weg nach unten machen, ne? Fällt mir gerade mal auf. Shit. Das wird auch nochmal schwierig. Wobei, man kann das auch so fast so lassen, ne? Man könnte ja hier lang fahren mit dem Jeep, dann am Zaun entlang und dann da hinten reinfahren. Also das würde auch funktionieren. Ist jetzt ja nicht so, dass es nicht klappt. Vielleicht können wir hier auch nochmal diesen Hubbel ein bisschen machen. Jo, das passt. Dann sollte man hier easy langfahren können. Dann müssen wir hier nicht ganz runterbauen, weil ich glaube, das würde viel aufwendiger sein als alles andere. Ich überlege auch noch, ob ich hier einen dicken Zaun hinmachen soll. Weil die Paras schon ziemlich groß sind. Wie sieht denn der aus? Ja, hier kann ich gerade auch nicht, ne? Baukosten verbaut. Ja, es sieht schon so ein bisschen sicherer aus, ne? Wenn ich so einen größeren Zaun hier mache. Ist vermutlich eine bessere Lösung. Hier sind auch noch so ein paar
kleine Sachen drin, die mich stören. Hier zum Beispiel dieser Huckel, das. Oh shit, jetzt habe ich mir. Ja, jetzt habe ich mir aufgrund der Riesentools das hier alles kaputt gemacht. Das kann ich aber gleich wieder überarbeiten. Alles cool. Muss ja jetzt nicht in der Aufnahme sein. Hier nochmal ein bisschen rüber. Ist alles nicht ganz so gut glatt. So, ich habe die vier Paras jetzt nochmal nach hier unten gebracht. Dann können wir auch nochmal vernünftig überarbeiten. Habe jetzt hier hinten so einen dicken Zaun, das nicht mehr ganz so abgerundet. Und das gefällt mir eigentlich schon, ja, um einiges besser, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich diese Ecke hier so toll finde. Ich glaube, die mache ich auch nochmal eben weg. Da könnte man sicherlich das auch nochmal anders regeln. Dass man hier durchgeht bis zur Straße. So einfach. Ich würde gern schon noch so ein bisschen geschwungen gehen, aber ja, so ist cool. So gefällt mir. Dann können wir sicherlich den Zaun hier auch noch einmal auch abreißen. Und dann ohne so ein Zwischenstück nochmal die Verbindung hier schaffen. Den etwas dickeren Zaun finde ich. Ah, das passt gar nicht. Okay, dann müssen wir aber am besten mittig die den Stützpfeiler machen. So. Genau, ich finde den etwas dickereren Zaun hier auch besser, weil die Paras sind ja schon relativ groß. Und ich finde, dieser kleine Zaun sieht dann schon nicht ganz so sicher aus. Und das machen wir dann so geschwungen da rein. Und dann passt das, denke ich. So, das ist super. Oh, hier ist auch noch so ein bisschen. Das sind halt alles so die Kleinigkeiten. Aber das kann man auch nicht gut überarbeiten. Das ist halt echt immer sehr, sehr schwierig. Weil diese Tools einfach so ungenau sind. Einfach so riesig und ungenau. Aber das geht alles, oder? Jo, das passt alles. Genau, dann haben wir hier das Dingsgehege. Hier passt auch alles von der Höhe. Und dann können wir hier nochmal das ein bisschen gestalten. Weil ich glaube, ich möchte es auch nochmal ein bisschen umgestalten. Dass wir hier den Futterspender hier vorne haben. Weil dann kommen die Dinosaurier ein bisschen näher an den Zaun für die Gäste. Ich glaube, es wäre ganz cool, dass wir den irgendwie so schräg hier vorne, so weit wie es geht. Genau, dass wir den hier hin machen. Dann können die Gäste auf jeden Fall hier vorne immer gut die Dinos beobachten. Machen wir wieder ein bisschen Wasser rein. Wassertool ist natürlich auch total schlimm, finde ich. Halt auch immer super riesig. Ja, machen wir mal so. Und dann noch ein paar Bäume rein. Dann sollte das Ganze schon wieder passen. Dann können wir die Paras schon wieder rüberbringen. Das geht ja auch ruckzuck. Na, so viele Bäume will ich, glaube ich, gar nicht reinmachen. Hier vorne werden wir wahrscheinlich keinen mehr hinkriegen. Nee. Schade, schade. Dann müssen wir aber hier hinten noch welche machen. Na, so ist, glaube ich, schon ganz in Ordnung. Ein bisschen Gras rein. Und dann haben wir hier das Gehege etwas überarbeitet. Gefällt mir auf jeden Fall ein bisschen besser. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, wie machen wir das hier? Wollen wir hier noch Bäume hochziehen? Oder machen wir einfach hier so ein bisschen Gras hin? Ich glaube, hier lasse ich das einfach so mit Gras. Oh, das passt. Genau wie hier vorne. Hier werde ich, glaube ich, auch die Bäume nicht noch höher machen. Aber auf der Schrägen machen wir auf jeden Fall Graswuchs. Vielleicht nicht ganz so krass. Vielleicht ab und zu mal so ein paar Stellen, die nicht damit bedeckt sind. Aber so gefällt mir das schon. Und genau, dann können wir schon mal den Auftrag hier geben an den ACU-Helikopter. Einmal wieder bitte betäuben alle. Und dann fliegen wir die gleich wieder rüber. Und in der Zeit, wo die jetzt betäubt werden, können wir uns eigentlich hier schon dem Bereich hier oben widmen. Mit dem Zaun auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob hier dieser dicke Zaun so viel Sinn macht, den ich hier gemacht habe. Ich glaube, da könnte ich schon fast lieber diesen Zaun machen. Oder doch den etwas dickereren. Dann machen wir mal den. Jo, der ist ganz gut. Und dann können wir hier nochmal entlang bauen auf jeden Fall, dass hier auch ja keiner runterplumpsen kann. So entlang. So. Und dann fängt der Zaun da an. Das ist, glaube ich, ganz cool. Hier hinten können wir auch wieder so einen dicken Zaun machen. Also so einen Sichtschutzzaun, denke ich.
hier rum. Von dieser Seite ist immer ein bisschen einfacher von der anderen Seite. Aber erstmal den Winkel hier hinkriegen. Weil der Einrastpunkt oder der Punkt, wo ich es angefangen habe, war, glaube ich, nicht so der beste. So ist besser. Jetzt können wir ja schon, glaube ich, fast gerade bauen, ne? Ja. Seht ihr, dann passt das schon. Oh, wartet mal, hier hinten könnten wir auch nochmal. Macht das Sinn? Ja, so eine Abrundung ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ob wir da den Zaun jetzt gut entlang kriegen, das ist wieder eine andere Frage. Eigentlich könnten wir hier auch den dicken Zaun machen. Könnten den sogar eigentlich bis hier vorne machen. Also wir könnten eigentlich bis hier vorne, wo man... wo man hingehen kann, also so bis hier, würde ich jetzt fast sagen. Könnten wir den kleinen Zaun machen. Und ab dort könnten wir dann mit so einem Zaun arbeiten. Also hier nochmal ein Stück. Ich versuche mal bis hier vorne zu gehen. Und jetzt hier wirklich so noch so eine kleine Rundung reinzukriegen. Das klappt sogar. Und damit haben wir auch das fertig. Wäre sogar cool gewesen, wäre dieses Geschäft so ein bisschen schräg gewesen, aber dann hätte das, glaube ich, von den Wegen nicht mehr so gut gepasst. Ich denke, das können wir soweit lassen, oder? Ja, lassen wir erstmal so den Bereich. Vielleicht überarbeiten wir den später nochmal, ich bin mir da noch nicht sicher. Aber jetzt ist er erstmal umzäunt auf jeden Fall. Bringen wir unsere Paras wieder zurück und dann können wir uns einem neuen Bereich schon widmen. So, Paras, alle wieder zurück ins Gehege. Ihr solltet glücklich sein, ihr habt Trinken, ihr habt Essen, ihr habt einen neuen Zaun hier hinten, der mir auch auf jeden Fall besser gefällt. Und man kann hier relativ gut mit dem Jeep reinfahren, also das passt auch. Wir müssen natürlich nachher auch noch gucken, dass wir eine gute Jeep-Verbindung überall einigermaßen hinhaben, weil nach hier unten, ich meine, ich habe mir ja überlegt, dass ich hier jetzt mit dem Jeep langfahre, aber wie kommt der Jeep nach da unten, ist die Frage. Weil eine richtige Verbindung gibt es da nicht, ne? Vielleicht muss ich mir irgendwie hier am Rand noch was überlegen oder so. Aber das ist ja jetzt erstmal auch noch nicht so wichtig. So, die Paras landen hier und sind gleich wieder in ihrem Gehege. Da sind sie. Und ich finde, mit den großen Zäunen passt es einfach besser, weil die Paras halt sehr, sehr groß sind. Weil die kleinen Zäune, die haben irgendwie nicht so wirklich Schutz versprochen. Weil wenn ihr mal schaut, jetzt ist der Zaun wenigstens ein bisschen höher als die Paras. Also so passt das. Und es gefällt mir um einiges besser hier mit so einer geraden als mit so einer geschwungenen Linie. Also das hat auf jeden Fall geholfen. Ich habe schon hier überlegt in dem Bereich. Vielleicht könnte man ja hier sogar noch irgendwie einen Weg nach oben basteln. Aber das wird, glaube ich, auch echt schwer, ne? Hier hinten oder so? Meint ihr, das würde funktionieren? Wenn ich hier hinten so einen Weg nach oben baue? Das wäre schon interessant, ne? Dafür müsste ich wahrscheinlich erstmal hier ganz viel glätten. So, ich habe mich jetzt gegen den Weg nach hier oben entschieden. Das passt einfach vom Platz her nicht. Sieht auch nicht gut aus, deswegen habe ich das jetzt wieder angehoben hier. Habe aber hier das Ganze nochmal so ein bisschen überarbeitet. Habe hier den Weg nochmal breiter gemacht, hier nochmal ein bisschen erhöht. Den Zaun nochmal ein bisschen verändert, hier den Weg ein bisschen verändert. Sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen schicker aus. Und vielleicht können wir hier vorne nochmal eben den Übergang machen. Dass wir hier nochmal so ein Stückchen Kleinzaun machen. Der in den großen sozusagen übergeht. Dass wir hier noch eine Schwingung reinkriegen. Ja, das funktioniert nicht. Leider nicht. Doch so. Okay. Und dann machen wir es auf der anderen Seite. Passen wir es nochmal ungefähr an. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Dass das hier ein bisschen schöner aussieht vom Übergang. Aber probieren können wir es ja. Geht ja relativ schnell. Ne, das können wir lieber weglassen. Das sieht nicht gut aus. Dann lassen wir es einfach so. So passt es, denke ich. Das ist in Ordnung. Wir könnten auch den dicken Zaun hier... Ich glaube, den führe ich hier komplett weiter. Das macht sogar Sinn, ne? Ich meine, hier hinten könnte man einfach komplett den... den Sichtschutzzaun langziehen. Weil hier ist ja überall dieser Berg sozusagen im Hintergrund. Das ist ja sowieso keine Aussicht oder irgendwas.
Wie sieht denn das aus? Oh, doch. Also, dass der Zaun hier so lang geht, das ist cool. Aber dann können wir auch hier fast den Zaun noch länger führen, ne? Können wir es auch ganz einzäunen, hier den Bereich. Oder? Ja, dann können wir hier auch ganz den Zaun lang führen. Wenn schon, denn schon. Dann müssen wir aber jetzt gleich hier hinten gucken, wie wir das machen. Damit sozusagen der Jeep hier noch einen Eingang hat, müsste man das ja auf jeden Fall so... Ich will es aber so machen, dass hier kein Wald verloren geht. Das war jetzt nur der eine Baum. Der ist dann jetzt auch egal. Können wir nicht ändern mit dem Baum. Ist ein bisschen schade, aber mein Gott. Da regnet es schon wieder. Und dann haben wir das Ganze so komplett eingezäunt jetzt hier. Hier kommt man auf jeden Fall noch zum Tor hin. Das passt soweit. Da kann man auch ohne Probleme reinfahren. Ja, hier hinten müssen wir uns halt noch eine Lösung überlegen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten handhabt. Vermutlich hätte ich hier einfach noch den Weg ein bisschen, also entweder so, oder halt noch ein bisschen ausbauen da den Weg, ne? Dass man nochmal ein Stück rüber geht oder so. Ich habe das Ganze jetzt mal mit dem Weg hier ein bisschen ausgebaut und ausgeschmückt. Und ich glaube, jetzt können wir hier besser mit dem Zaun arbeiten. Machen wir mal so. Dann mache ich, glaube ich, schon wieder den kleinen Zaun hier. Oder wenn wir keinen Sichtschutz mehr unbedingt benötigen. Wobei der Sichtschutz ja auch allgemein nicht benötigt wird. Aber ich finde es immer ganz gut, wenn man da direkt so einen Berg im Hintergrund hat. Dann muss das ja nicht sein, dass man einfach so auf die schrägen, die sowieso schon doof aussehen, weil man da keine Klippen machen kann, wer drauf guckt. Und so. Ja gut, hier kann man wahrscheinlich keinen Zaun hin machen. Nee. Hier hinter auch nicht, ne? Nee, das ist echt schade, dass man hier nicht vernünftig noch einen Zaun hinterbauen kann oder sowas. Aber ich bin jetzt zufrieden hier mit dem Bereich und ich würde sagen, jetzt haben wir erstmal unseren neuen Bereich hier abgehakt. Und jetzt können wir nämlich auf die nächste Ebene gehen. Für die nächste Ebene müssen wir erstmal hier die Einschienbahn abreißen. Zumindest ein Stückchen bis hier vorne. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes raufgehen. Die Einschienbahn können wir... Wo führen wir die denn am besten lang? Das ist gerade eine gute Frage. Also entweder wir führen die hier hinten lang, gehen hier hin. Oder, ich glaube, das macht sogar am meisten Sinn, dass wir die hier einfach am Rande entlang führen. Vielleicht können wir ja dann auch noch das hier so ein bisschen weiter führen mit unserer Anhebung hier. Die finde ich nämlich sehr, sehr schön. Das wäre dann, würden wir hier an der Schräge des Berges so ein bisschen lang gehen, ne? So ungefähr. Ja, die Schräge vom Berg werden wir bestimmt noch das ein oder andere Mal so ein bisschen überarbeiten. Das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Hier unten werden wir auch noch einen richtig schönen Gehegebereich, denke ich mal, machen. Irgendwas Großes. Irgendein schöner Fleischfresser oder sowas. Oder vielleicht große Pflanzenfresser. Hier so Brachios oder sowas. Wäre auch nicht schlecht. Aber es wird mal Zeit für einen Fleischfresser eigentlich. Machen wir die nächste Station entweder hier auf die Seite oder hier oder hier. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache die hier hin. Viel mehr werden wir auf diese Höhe auch gar nicht kriegen, ne? Ist halt schon wieder so klein hier, also so wenig Platz. Was ist denn, wenn ich das Ding hier hin platziere und dann die Strecke hier so rumführe, dann weiter könnte sie irgendwo da oben lang gehen.
Zum Beispiel. So, ein bisschen übergeglättet habe ich das Ganze. Und jetzt könnten wir es hier schon versuchen mit einem Weg nach oben. Frage ist jetzt, welche Wegfarbe nehmen wir? Eigentlich wieder grau. Ich könnte ja immer diesen beigen Weg nehmen, wenn ich auf einer unteren Ebene arbeite, so wie hier. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Also mache ich hier erstmal wieder einen grauen Weg. Am besten wieder die Dreierwegbreite. Die wäre so. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch machen. Vielleicht kriegen wir hier noch ein Gehege hin. Vielleicht in einer etwas anderen Form oder so. Und hier können wir sogar noch ein Gehege machen, also hier so. Vielleicht können wir diese Schienenbahn noch mal ein bisschen verändern. Dass wir die Kurve hier unten machen. Und nicht oben auf der Fläche sozusagen, wo ich baue, sondern etwas mehr der schrägen. Aber von der Fläche her könnte man hier echt noch ein Gehege hinkriegen. Also hier so. Weil ich mache mir halt echt Sorgen, dass wir hier zu wenig Gehege und zu wenig Dinosaurier in unserem Park im Endeffekt bekommen. Weil ihr seht ja, es ist echt nicht mehr so viel Platz vorhanden. Und das jetzt schon nicht. Das ist halt echt doof. Schauen wir mal, dass ich hier auf die andere Seite auch den Weg noch ein bisschen fortführe. Vielleicht können wir hier so in diese Richtung gehen. Das war, glaube ich, schon zu weit, sonst komme ich da nämlich nicht mehr um die Kurve. Wir hier so ein bisschen geschwungen in diese Richtung gehen. Ja, das ist ja, das macht nicht viel Sinn. Aber im Prinzip können wir es schon fast so lassen. Und dann machen wir hier an dem Weg entlang direkt den Zaun für das Gehege. Geschäfte und sowas können wir dann ja auf dieser Ebene wieder machen. Ich weiß gar nicht, wie viele wir jetzt schon untergebracht haben an Geschäften. Aber hier ist ein Laden, hier ist ein Laden, hier sind zwei Läden. Und hier ist ein Laden. Also so wenig ist es gar nicht. Also Gehege und Dinosaurier sind gerade viel, viel wichtiger für unseren Park als noch mehr Besucherläden. Ah, ein Hotel brauchen wir auch noch, ne? Eieiei, daran habe ich ja gar nicht gedacht. So ein Hotel ist echt riesig. Vielleicht können wir das Hotel auch hier unten machen. Also hier oben auf den Bergen. Vielleicht auch hier oben auf den Bergen irgendwo. Aber definitiv nicht auf dieser Ebene, wo ich jetzt bin. Die passt überhaupt nicht da. Vielleicht auch hier. Müssen wir mal später gucken. Ich weiß gar nicht, welche Gebäude wir ansonsten noch brauchen. Was noch immer sehr, sehr cool ist, ist natürlich das Innovationszentrum. Aber das ist viel zu riesig. Ja, hier kann auf jeden Fall, oder hier muss auf jeden Fall ein Gehege hin. Das machen wir jetzt auch erstmal. Ich würde hier ja gerne ein Fleischfressergehege hinbauen. Was einen Doppelzaun hat, wenn ich ehrlich bin. Weil ich das immer sehr schön finde, wenn die Fleischfressergehege einen Doppelzaun haben, weil das dann alles etwas sicherer wirkt. Ich baue mal hier so ein bisschen an dem Weg entlang. Also wenn wir jetzt hier so ein Gehege machen, ich habe jetzt hier schon so einiges gemacht, dann fehlt uns hier aber wieder irgendwie so eine Beobachtungsgalerie oder so. Die müssten wir eigentlich auch noch hier mit einbauen.
Aber die nimmt natürlich wieder mega viel Platz weg. Vielleicht können wir hier so ein bisschen in den Weg hineingehen damit. Sparen wir uns zumindest ein kleines Stück. Könnten die eigentlich direkt gegenüber von der Einschienbahn machen, ne? Mach mal so. Dann gucken wir mal, wie wir die platziert kriegen. Machen wir mal richtig schön. Also wieder nicht ganz gerade. Das ist ja auch immer so schlimm hier mit den Gebäudedrehen, ne? Ist halt so ungenau. Ja, viel besser geht's jetzt gerade nicht. Platzieren wir die mal so hin. Und dann führen wir den Weg hier mal weiter. So. Und hier auf der anderen Seite müssen wir dann... Ist jetzt abgesenkt? Oh, shit. Hab ich gerade schon gewundert. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Das Gebäude senkt hier natürlich hier alles ab. Und verändert hier wieder alles. So, ich habe mir überlegt, dass ich das hier nochmal ein bisschen umbaue. Habe jetzt das Tor hier so platziert. Den Zaun hier so entlang gemacht. Und hier vorne müssen wir uns nochmal irgendwas überlegen. Ich würde hier gerne den Zaun auf jeden Fall bis an den Rand hinmachen. Aber wenn ich hier wirklich Fleischfresser reinmache, dann ist es immer sehr gefährlich, den Zaun einfach so direkt an den Wegrand zu machen. Weil könnte ja jemand seine Hand durchstrecken und sowas, ne? Und das ist natürlich dann nicht ganz so ideal, wenn es dann direkt am Weg entlang geführt wird. Deswegen überlege ich gerade, ob ich hier nicht einen Doppelzaun einfach hinmache. Einfach so ein kleines Stück lang. Dann habe ich da zumindest so eine Sicherheits... Ah, super, jetzt kommt hier ein Riesenwald in den Weg. So eine kleine Sicherheitsvorkehrung geschaffen. Doppelzaun ist ja an sich auch echt schick, finde ich. Also gefällt mir gut. Aber das Problem daran ist einfach, dass es so viel Platz wegnimmt. Sonst würde ich das natürlich bei jedem Fleischfressergehege definitiv hinmachen. Aber durch den immensen Platzverlust ist es einfach in so einem Park, wie ich hier baue, sehr, sehr schwer zu realisieren. Was ist denn hier, wenn ich direkt von hier aus baue? Sieht das dann besser aus? Mache ich mal so ein bisschen so geschwungen. Und hier machen wir dann so. Ich weiß nicht, ob das mit dem Doppelzaun hier gut aussieht oder nicht. Also sinnvoll ist auf jeden Fall. Über die Optik lässt sich dann natürlich streiten. Was ist denn, wenn wir den Doppelzaun hier auch schon sozusagen machen? So. Aber ich weiß nicht, ob wir hinter dieser Kurve das dann noch machen sollten. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Also haben wir dann hier so einen Doppelzaun, wenn wir ganz am Wegrand dran sind. Ist, glaube ich, auf jeden Fall eine vernünftige Sache. Und jetzt gefällt mir das Gehege auch nochmal eine Nummer besser, muss ich sagen. Sieht auf jeden Fall schnieker aus. Also sieht besser aus. Und da können wir jetzt gleich schon... Ah, hier fehlt doch noch was in dem Gehege. Natürlich. Fehlt ein Futterspender für die Dinos. Und hier oben so ein paar Bäume. Das habe ich ganz vergessen. Weil jetzt, bevor wir die Dinos ausbrüten, müssen wir natürlich hier noch so einen... Auch am besten hier im Sichtbereich der Galerie. Ah, den wende ich nochmal ein bisschen. So drehe ich den mal. Und vielleicht einen Ziegenfutterspender auch mal mit reinklatschen. Ja, ich mag das aber nicht, wenn immer zu viele Ziegen da rauskommen aus den Ziegenfutterspender. Das Gute ist an den Ziegenfutterspendern, die kann man ja immer schön versteckt machen. Ah, das ist natürlich jetzt doof, dass hier ein Baum verloren geht. Das will ich nicht. Da kann ich den lieber... Ja, es ist halt schwierig, den hier unterzubringen vernünftig. Ja, hier ist, glaube ich, ganz gut. Weil ich möchte halt nicht, dass hier Bäume verloren gehen oder das Land halt so blöd angehoben wird. Das wollte ich gerade vermeiden. Da hinten ist natürlich auch nochmal so eine Ecke. Frage ich mich, was kann man hier hinmachen? Nichts. Vielleicht machen wir auch noch hier hinter gleich noch Zaun oder so. Das weiß ich noch nicht. Den Futterspender stellen wir jetzt erstmal nochmal ein. Ich möchte nicht, dass der so häufig Futter gibt. Also so häufig Ziegen. Sagen wir alle 20 Minuten.
Weil sonst wird mir das einfach too much, dass hier zu viele Ziegen rumlaufen in dem Gehege. So eine Ziege soll ja schon eine Besonderheit sein. Und so sieht das Ganze jetzt von oben aus. Ist nicht schlecht geworden. So hat eine sehr, sehr interessante Form. Und ich bin sehr glücklich, dass wir hier noch ein Gehege untergebracht haben. Und dann können wir mal eben schauen, welche Dinos wir ausbrüten für das Gehege. Ich weiß gar nicht, ob ich hier bei dem Speicherstand die neuen schon habe. Sieht, glaube ich, ganz gut aus, ne? Ja, habe ich. Wie wär's denn mit dem Proceratosaurus oder dem Herrera? Beide zusammen funktionieren wahrscheinlich nicht. Die werden sich bekämpfen, denke ich mal. Wo ist denn hier der Herrera? Der Herrera ist halt ein bisschen größer. Ich glaube, der ist dadurch auch ein bisschen besser geeignet. Den Proceratosaurus können wir vielleicht nochmal in ein noch kleineres Gehege packen. Weil der ist halt wirklich winzig. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Herrera. Das passt. Wenn ich den jetzt mal finde hier. Da ist er ja. Und wie viele machen wir denn da rein? Wollen wir 4 Stück machen? Wie viele Skins haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Komm, wir machen 5 Stück mit allen Skins, außer den Standard-Skin. Den lassen wir dann mal weg. Während die Herreras ausbrüten, kommen wir mal ganz kurz zu den Namen von den Parasaurolophusen. Sind schon fertig. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und habe 4 tolle Namen rausgesucht für diese 4 Parasaurolophusse. Ihr habt wieder mega viele Kommentare geschrieben, schon mal vielen, vielen Dank dafür. Seid bitte nicht traurig, falls ihr jetzt hier nicht dran gekommen seid. Es kommt sicherlich noch der ein oder andere Dinosaurier, bei dem ihr noch die Chance habt, hier in dem Park verewigt zu werden. So wie ihr seht, werden ja auch gerade wieder fleißig welche ausgebrütet. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Der Grüne hat den Namen Grini bekommen. Vielen Dank dafür. Der Blaue kommt hier gerade angelaufen. Der hat den Namen Blue bekommen. Dann haben wir hier den Gelben, der versteckt sich gerade unterm Baum. Der hat den Namen Leo bekommen. Und zu guter Letzt, der Rötliche mit dem Standard-Skin, der hat den Namen Maxi bekommen. Also alles sehr, sehr kurze Namen, aber gefallen mir sehr, sehr gut. Und vielen, vielen Dank für die Vorschläge. Ihr seid jetzt auf jeden Fall in meinem Mountainpark verewigt und habt hier euer Heim gefunden. Ich hoffe, es gefällt euch und ist euch nicht zu klein. Und dann würde ich sagen, können wir direkt die Herreras freilassen. Aber ich muss nochmal eben ganz kurz hier die Musik in den Einstellungen anmachen. Da ist auch der letzte fertig. Und jetzt lassen wir den ersten frei mit dem Alpinmuster. Schauen uns den mal an. Da ist er. Relativ hell, also passt sehr, sehr gut in so einem Mountainpark. So Albino, Alpin und sowas, so Skins sind immer sehr, sehr passend, finde ich. Oh, wir müssen uns beeilen. Hier ist natürlich kein Futter und kein Trinken drin. Der nächste mit dem Waldlandmuster. Ah, der ist natürlich das genaue Gegenteil. Relativ dunkel, gut getarnt im Wald. Und der nächste, das ist der Steppenmuster-Skin. Oh, der ist cool. Den mag ich richtig gerne. Ja, der ist mega nice. Der ist so ein bisschen, ja, grünlich sogar, ne? Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Und der nächste, das ist der Wüstenmuster-Skin. Ich glaube, der ist auch mit den Flecken so, aber in weiß-braun, glaube ich. Genau. Der ist auch sehr cool. Auch den haben wir freigelassen. Die Animation geht zum Glück recht schnell mit dem Freilassen. Und der letzte mit dem Küstengebiet. Küstengebietmuster. Geht gerade leider nicht. Den können wir uns jetzt gar nicht so angucken, weil hier die anderen Herreras im Weg stehen. Schauen wir uns den mal so an. Da kommt er. Oh, der ist aber sehr, sehr dunkel. Okay, das ist auf jeden Fall mit Abstand der dunkelste hier. Sind aber ganz, ganz schöne Skins und schöne unterschiedliche Farben. Und falls ihr einer von diesen 5 Herreras sein möchtet, dann schreibt doch unten in die Kommentare einen schönen Namensvorschlag. Mit etwas Glück seid ihr dann in meinem Mountainpark vertreten. Ich freue mich über jeden Kommentar, also schreibt auf jeden Fall fleißig was, wenn ihr gute Ideen habt. Ich würde sagen, ich betäube die jetzt und dann fliege ich die rüber in ihr Gehege und in ihr neues Zuhause. Und da kommen unsere Herreras geflogen und werden jetzt
in ihr Gehege gebracht. Ich hoffe, das Gehege ist groß genug, aber ich denke schon, wahrscheinlich sogar zu groß für diese kleinen Dinos. Sind jetzt nicht gerade die allergrößten hier. Aber sehr, sehr coole Dinosaurier. Und falls ihr einer sein möchtet, ich habe es ja schon gesagt, gerne Namensvorschläge in die Kommentare und mit etwas Glück seid ihr dann hier im Mountainpark vertreten. Oh, sie freuen sich, jetzt können sie erstmal was futtern. Die anderen drei sollten jetzt auch noch nach und nach landen. Ach ja, die Fressanimation von dem Herrera war ja super nice. Finde ich ja super, super cool, wie er so mit den Krallen das Fleisch daraus pflückt und dann danach schnappt. Vielleicht sehen wir es gleich. Da sehen wir es nochmal. Mega, mega cool. Hereras, echt coole Dinosaurier. Und ja, falls euch das Video heute gefallen hat, würde ich mich selber ein Like freuen. Falls euch das Projekt Mountainpark gefällt, würde ich mich auch über ein Like freuen oder einen schönen Kommentar. Falls ihr Vorschläge, Ideen oder sowas habt, schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich für heute. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.